Der Ortstermin hier für Barcelona, liebe Zuschauer. Mentale Vorbereitung, wenn Sie so wollen, auf den 19. Mai 2012. Da findet hier das Champions League-Finale statt in dieser Arena. Aber auch für den FC Bayern ein Datum, das man sicherlich im Hinterkopf haben wird. Allein die Paarung heute München gegen Barcelona geht einem wie Honig von den Lippen. So, der FC Bayern hat komplett rotiert im Vergleich zu gestern. Nur Badstuber und Rafinha sind in der ersten Elf geblieben, aber alles natürlich etablierte Leute. Ersatztorwart Buttstadt, neuer Boateng in seinem zweiten Spiel für die Bayern als Innenverteidiger. Contento links, Luis Gustavo und Prandic auf der sechsten Position statt Schweinsteiger und Groß. Rechts, da sind wir ganz gespannt drauf, der neue Japaner. Usami auf der Robben-Position, Alaba auf der Ribéry-Position. Vorne Olic und der Neuzugang aus Cottbus, Nils Petersen. Schiedsrichter ist der FIFA-Mann aus Landshut, Wolfgang Stark. Und gleich sehen wir auch die Formation des Champions League-Siegers des FC Barcelona, die ja gleich weiterfliegen werden in ein Trainingslager in die USA. Vielleicht haben sie es eilig heute Abend. Bisher alle drei Spiele bei diesem Turnier über Elfmeterschießen entschieden worden. Gestern haben die Bayern in den Champions League Trikots gespielt. Heute sind die, ist der Meisterschaftsdress mal dran. So, und jetzt haben wir hier die Formation von Guardiola, Valdes im Tor. Das übliche 4-3-3, das die Spanier ja seit mindestens 20 Jahren in allen Mannschaften des Vereins praktizieren. Busquets, der Weltmeister als Innenverteidiger. Keita, der Mann aus Mali auf der 6. Iniesta. Thiago, ganz interessanter Mann mit der 4. Das soll der neue Xavi werden. Xavi ist jetzt 31 Jahre alt und er wird, so ist es vorgesehen, die Nachfolge von ihm irgendwann mal einnehmen. Iniesta ist noch länger dabei. Gefährliche Vorstöße. Erste Ecke Barcelona. Und der Kopfball von Seydou Keita. Da ist er. Jonathan Soriano. Rechts David Villa. Immer noch Villa. Der hat das System des FC Barcelona noch nicht so ganz verinnerlicht. Gestern Ausgangspunkt des 1:0 gegen Porto Alegre. Ein kurz ausgeführter Freistoß, dann ein Doppelpass und das Tor. Diesmal ein direkter Versuch von David Villa. Butt kann nur prallen lassen, aber das war abseits. Eingezeigt von Jan-Hendrik Salva. Er war zunächst passiv und jetzt wird er natürlich aktiv. Und somit korrekt beurteilt vom deutschen Schiedsrichter gespannt. Usami. Alaba Usami. Zu Petersen und Valdes. Das ist die erste Chance dieses Spiels. Und sie hat der FC Bayern. Live im ZDF. Via wieder mit der Gewaltvariante. Sehr, sehr ungewöhnlich, wie ich es bereits erwähnt habe. In der Champions League hat Barcelona nur 4 Tore direkt nach Standards erzielt. Das ist dieser von Mainz beobachtete Stürmer gewesen. Mit der 21 hier Soriano. Olic. Petersen.
In Torjägermanier, mit der Brust angenommen, aus der Drehung. Wie Müller früher. Nils Petersen, 22 Jahre alt. Der Überraschungstransfer der Münchner und Butt pariert den Schuss von David Villa. Hat die Seite gewechselt. Takashi Osami jetzt über links kommen. Schöner Pass. Alaba unterwegs, alleine. Richtung Valdes hatte die Option, noch quer zu spielen. Zu Petersen, er hat auch dahin geschaut, kurz überlegt, aber dann sich selbst für den Abschluss entschieden. Klasse die Vorbereitung von Takashi Osama. Da ist der Blick hinüber zu Petersen, der frei gewesen wäre. Iniesta. Ja, schön gedacht von Soriano, da mit der Sohle aufzulegen. Wieder Soriano. Und da ist dann das Tor von dem kleinen Thiago. Ein Kopfballtor eines Mannes von 1,65 Meter. Gestern schon im Halbfinale gegen Porto Alegre. Schütze des 1:0 kurz vor der Pause. Die Führung für den FC Barcelona. Gewinnt das Kopfballduell gegen Diego Contento. Thiago, der hat Angebote von Chelsea, von Benfica, von Sporting Lissabon. Aber den will man halten in Barcelona. Und sein Pendant, Usami, selten in Szene gesetzt, so wie jetzt. Usami. Und Pedersen. Dreimal gefährlich aufgetaucht vor Victor Valdes. Sehr selbstbewusst, der junge Mann. Dem der Wechsel von Cottbus nach München anscheinend überhaupt nichts viel ausgemacht hat. Da die Nachspielzeit jetzt vorbei ist. Knappes Resultat. Barcelona führt in dieser internationalen Partie gegen den FC Bayern durch ein Tor von Thiago in der 42. Minute mit 1:0. Wir werden viele neue Gesichter sehen. Das ist so üblich bei diesem Turnier. Und als die Münchner stärker wurden, hat Barcelona zugeschlagen, kurz vor der Pause zum 1:0. Neben den vielen tollen Eigenschaften des Champions League muss man noch eine erwähnen, sie können warten. Warten auf den entscheidenden Moment. Iniesta, und da komme ich wieder, Luis Gustavo an und Timoschuk. Alaba ist am meisten gelaufen. Petersen! Wäre das nicht schön gewesen? Frisch aus Cottbus, aus der zweiten Liga, und dann ein Tor gegen Barcelona. Vielleicht kommt das ja noch. Freistoß groß. Und ein Mann, der kaum Tore schießt in seiner Karriere, mit der Möglichkeit zum 1:1. Das ist Jerome Boateng gewesen, aus der Ferne. Der Neuzugang von Manchester City. Wunderbarer Schuss. Tolle Technik, gut pariert von Pinto. Affelay, schöner Pass auf die rechte Seite. Cuenca. Affelay, gestört von Luis Gustavo. Thiago, Doppeltorschütze, Barcelona. Weltklasse-Tor, auch in der Vorbereitung. Das ist Barcelona pur, da sind die Namen austauschbar. Da müssen gar nicht die großen Stars dabei sein. Genauso wird Fußball gespielt. Ein machtloser Jörg Butt. Und vor diesem Tor, liebe Zuschauer, auch wenn Sie Bayern-Fans sind,
kann man nur den Hut ziehen. Genießen Sie es hier nochmal. Das war nur die Endphase. Aber die ganze Entwicklung dieses wunderbaren Treffers von Thiago. Besonders bemerkenswert. Alcantara, Thiago, Doppeltorschütze. Knappe Viertelstunde vor dem Ende, 2:0 für den Champions League-Sieger. Das ist er. Ein Türchen wäre doch schön, für die Seele wenigstens, Müller. Groß. Aber Fakt ist, dass der FC Bayern diesen Grundgedanken auch immer wieder mal ändert. Es sollte erstmal Jürgen Klinsmann sein. Das Spiel ist zu Ende. Barcelona gewinnt 2:0. Dann Louis van Gaal. Aber die Revolution in Bayern, in München ist ausgeblieben. Zurück zu alten Werten. Sie haben ja auch gesagt, das Wichtigste ist die Defensive. Jerome Boateng war zum ersten Mal so richtig von Anfang an dabei. Wie zufrieden waren Sie mit dem? Ja, ich finde, dass Jerome ein gutes Spiel gemacht hat. Weil man muss bedenken, er hat 3 Monate nicht mehr gespielt. Er war sehr lange verletzt, hat überwiegend in der Rehabilitation gearbeitet. Und zudem ist er jetzt gut eine Woche hier. Und dafür hat er sehr gut gespielt. Sie haben ja gesagt, grundsätzlich sagen Sie nicht zur letzten Saison, ist ja auch nachvollziehbar, da waren Sie nicht da. In dieser Woche haben Sie aber formuliert, ich muss das Spielsystem total umstellen. Muss man das nicht auch als Kritik am Spielsystem der letzten Saison verstehen? Ich habe nicht gesagt, dass ich das Spielsystem umstellen muss. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir in puncto Organisation uns verbessern müssen. Das heißt, im taktischen Verhalten, in der Rückwärtsbewegung, im Spiel gegen den Ball. Und ja, in dem Prozess sind wir drin und das dauert natürlich ein bisschen. Wie sehr spüren Sie schon die Aufbruchstimmung hier bei den Bayern, die Sie erzeugen wollen? Ja, gestern hat ja zwar auch nicht die Stammmannschaft gespielt, aber doch, die Mannschaft hat gestern meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht. Und da hat man schon gesehen, dass die Leute sehr zufrieden waren. Aber ich denke, dass noch ja, ein Stück Arbeit vor uns liegt, um wirklich auf hohem Niveau spielen zu können. Jupp Heynckes, das war interessant. Am Montag geht es dann los im Pokal in Braunschweig. Was erwarten Sie da? Ja, die Braunschweiger sind gut gestartet. 2 Siege haben die Aufstiegsaufruhr mitgenommen. Und deswegen wird das nicht einfach. Und das wird kein Selbstläufer, das wissen wir auch. Aber ich denke, das ist so selbstbewusst zu sagen, dass wir nach Braunschweig fahren und zu gut. Wo ein Sieger ist, ist eine Siegerehrung. Der Sieger hier ist Barcelona. Haben wir da noch ein paar Bilder mit Belareti? Ja, das ist das erste Pokalchen der Saison für den FC Barcelona. Mehrere sollen folgen, wenn man Guardiola kennt, der ist seit 3 Jahren Coach, hat da 10 Titel geholt, darunter so Kleinigkeiten wie 3-mal die Champions League und 2-mal die Meisterschaft, während wir hier den Viertplatzierten gerade gesehen haben, international Porto Alegre, den Drittplatzierten, Entschuldigung, haben im Elfmeterschießen gewonnen gegen diese Mannschaft hier. Gegen den AC Mailand hier mit Robinho, mit Ibrahimovic. Also die Tage der Weltstars in München gehen hier mit einer stimmungsvollen Siegerehrung zu Ende. Den nächsten großen Pott gibt es hier in München im Mai 2012. Der ist dann ganz groß und hat 2 Henkel und das heißt dann Champions League. Und da wird sicherlich noch ein bisschen mehr los sein hier in der Allianz Arena. In diesem Sinne, Michael Steinbrecher bitte.